Hi Freunde, willkommen zurück in Firefall. Tut mir leid, dass ich gestern nicht mehr das Zeug hier da oben rechts gelesen habe, aber mich hat die Mission angekotzt. Auch richtig. So, dann machen wir die nächste. Mal gucken, ob's besser läuft. Ein Haufen Blutsauger. Blutsauger Teil 1. Die Zivilbevölkerung der zerklüfteten Küste wird von Culex bedroht. Ja, war ja klar, dass wieder die Flugviecher kommen. Das Accord bittet um Unterstützung durch Earth für eine Aufräumaktion. Finden Sie sich an der zerklüfteten Küste zur Einsatzbesprechung ein. Ach ja, da drüben. Schon wieder Wilcox. Die. Ach egal. Wir haben die Culex in diesem Gebiet zu lange vernachlässigt. Mit der Rückkehr der Zivilbevölkerung an die zerklüftete Küste könnte es zu tödlichen Zusammenstößen kommen. Ich will, dass die drei Culex-Schwärme, die dem Accord gemeldet wurden, töten. Hier sind die ersten Koordinaten. Ich schicke sie an ihr Sinn. An ihre Sinn. Ja, natürlich wieder hinterm Berg. Okay, da ist es ja schon. Und wo sind die Viecher? Kommen irgendwo da. Hallo, ihr Arschgesichter. Wollt ihr sterben? Ja, das wollt ihr. Wie viel kommen da denn noch? Ja, ist Job abgeschlossen. Erster Schwarm erledigt, ja. Beeilen Sie sich, Ares 35. Es befinden sich noch zwei weitere Schwärme in der Nähe. Oder auch nicht. Wo ist der da? Dann rennen wir mal weiter. Verschwunden, spurlos verschwunden. Ja, laufen wir durch die Höhle und kommen am besten nirgends raus. Gut. So, knapp. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Noch 200 Meter. So ein Flugfeld irgendwo. Ach, komm, lauf hoch. Arschi. Ach ja, wieder da. Zu dem Master Culex. Dr. Master Culex. Ja, komm doch her, ihr lahmen Mischtdinger.
Ach ja. So, war's das? Nö, bestimmt nicht. Jetzt vielleicht, hey. Schnellfeuermodul. Der zweite Schwarm wurde beseitigt. Ja, ja, ich hab's kapiert, dass noch einer übrig geblieben ist. Und natürlich wieder auf der ganz anderen Seite. Oh Mann. Wollt mich doch irgendwie verarschen. Wieso sind wir als Erste da hingegangen? Mann. Verarsche hier. Oh nein, sieht aus, als hätten sie jemanden erwischt. Verdammt, schaffen sie sie von dem Teufel weg. Was sollen wir mit der Leiche tun? Verbrennt sie! Indianerbestattung. Ja, und am besten gleich wieder abkratzen. Das ist gar keine, kein Leben. Okay, also wo genau sollen wir die Überreste abladen? Das Ziel wird geladen. Bringen Sie die Überreste zum Leichenschauhaus in Transhub. Ja, klar. Soll ich vielleicht jetzt auch noch nach Transhub laufen? Als ob das hier irgendwo... Da gibt's doch ein Lagerfeuer in der Nähe. Schmeiß die Leiche da drauf. Fertig. Mann. Aber was will man auch? Warte. Gibt ja halt mal einen Erfolg, indem man mal geschwind 1 Million Kilometer weit rennt. Die haben wir bestimmt schon 10-fach zusammen. Naja. Dann schweben wir halt mal wieder eine Runde in der Gegend rum. Können wir jetzt wohl nicht mehr rüber, oder? Kaum. Sieht schlecht aus. Oder? Nö. Naja. Ja, ja, so ist es halt. Ach, uns Leichenschauhaus steht wieder mitten auf der Straße. Ha, 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 ha. Hat Feldwebel Wilcox dich geschickt? Also gut, ich kümmere mich um die Überreste. Und wie? Wo ist der Leichenwagen? Wo ist das Leichenschauhaus? Hier. Oder da, wo er zu Hackfleisch verarbeitet. Das war vorerst alles aus 35. Melden Sie sich, wenn Sie die zerklüftete Küste erreicht haben. Dann habe ich vielleicht mehr Arbeit. Ja, ja, leck mich doch, du Arschgesicht, du Blödes.
Immer diese scheiß Rumgerenne hier. Als ob das Spaß machen wird. Wenn ich das Ding jetzt rufe, dann ist es auch gleich wieder weg. Oh Mann. Muss ich jetzt eigentlich hin darüber, oder? Oder auch nicht. Ja. Na komm, gib Gas, du scheiß Ding. Rückwärts kommt's überall hoch auf, vorwärts nicht. Ja. Leck mich doch. Wenn das Ding wenigstens hier noch ein bisschen Nitro-Einspritzung hätte, aber nö. Das haben die nicht geblickt, wie man es einprogrammiert. Ja. Das Ding hat Düsenantrieb, aber fährt nur 80 km/h, wenn überhaupt mal. Ah, 90. Das war's auch schon. Jetzt bin ich aus Versehen abgestiegen. Ach ja, egal. Also, Freunde, wir sind wieder in der zerklüfteten Küste. Und wir sehen uns eventuell morgen wieder. Tschüss!